Ein herzliches Bonjour nach Berlin. Melanie Amann vom Spiegel ist dort für uns. Grüße Sie. Guten Tag. Gestern hat Angela Merkel die CeBIT in Hannover eröffnet und seit gestern hat sie jetzt auch offiziell einen neuen Wahlkampfgegner, nämlich Martin Schulz. Welche Reaktionen gab es im politischen Berlin auf die SPD gestern? Ja, hier in Berlin wurde vor allem das Wahlergebnis von Martin Schulz wahrgenommen, glaube ich. Also diese 100%, das hat ja kein anderer Kandidat der Nachkriegszeit vor Martin Schulz hinbekommen. 100% ist ja fast ein unheimliches Ergebnis. Also es kann ja eigentlich nicht sein, dass in einer Partei wie der SPD es wirklich niemanden gibt unter diesen gut 600 Delegierten, der Martin Schulz nicht vielleicht doch etwas kritisch sieht. Aber es zeigt einfach, wie enorm entschlossen diese Partei ist. Und dieses Signal wird natürlich schon wahrgenommen hier, die vor allem in Unionskreisen, dass man jetzt einen wirklich extrem geschlossenen, starken Gegner gegen sich hat. Mit großer Spannung wurde neben dem Wahlergebnis ja auch eine programmatische Rede von Martin Schulz erwartet. Und inhaltlich hat er gestern nicht viel Neues gesagt. Ist die SPD noch Programmpartei oder setzt sie in diesem Wahlkampf voll auf Stimmung und Emotionen? Ja, also im Moment ist sie auf jeden Fall ganz gefüllt, wie man im Rheinland sagt. Da gibt es wenig Programmatisches oder da gibt es nur so vage Ankündigungen. Das Programm soll ja noch folgen. Also Martin Schulz hat das auch in seiner Rede so gesagt, fast entschuldigend. Also ich sage jetzt programmatisch erstmal nicht so viel. Hat dann doch einen Ritt durch den Gemüsegarten gemacht und sämtliche Politikfelder einmal gestreift und immer Themen angetitscht sozusagen, angekündigt, hier will man was ändern und da will man was ändern. Aber in der Tat genaue, konkrete Ergebnisse hat man da noch nicht gehört bisher. Die SPD will ihr Parteiprogramm ja erst im Juni, also nach den Landtagswahlen, vorlegen. Welche Strategie vermuten Sie dahinter? Das macht die Union auch. Also die wollen auch erst im Sommer mit ihrem gemeinsamen Wahlprogramm von CDU und CSU herausrücken. Das ist, denke ich mal, ein taktisches Spiel auf beiden Seiten. Man will sich nicht allzu früh festlegen. Weder Merkel hat daran Interesse, weil sie natürlich nach so einer langen Kanzlerschaft auch etwas mühsam suchen muss nach den Themen, die sie da jetzt neu setzen will. Martin Schulz hat ein ähnliches Problem, wenn es auch nicht ihn selbst betrifft, sondern einfach die Partei, die ja auch mit am Kabinettstisch sitzt. Und jetzt kann man natürlich nicht alles fordern oder alles kritisieren, was man ändern will, wenn man selber dafür zuständig ist, das Land zu gestalten, in vielen Bundesländern wie im Bund. Insofern ist das ein taktisches Spiel, wo man möglichst lange eben auf dieser Gefühlswelle reiten will und dann irgendwann erst mit den Themen, den unbequemen Fakten und Details herausrücken will. Um ohne die CDU zu regieren, müssten SPD und die Grünen ja mit der Linkspartei ein Bündnis eingehen. Gibt es eigentlich inhaltlich genügend Übereinstimmung zwischen den Parteien? Ja, das wird, glaube ich, schwierig. Also gerade die Grünen haben sich ja eigentlich völlig anders aufgestellt für diesen Wahlkampf. Sie haben ja mit ihren Spitzenkandidaten Katrin Göring-Eckardt und Cem Özdemir jetzt zwei Leute gewählt, die eigentlich eher für Schwarz-Grün stehen, also eher für den Realo-Flügel. Die können insbesondere mit der Linkspartei, glaube ich, nicht viel anfangen. Auch Linkspartei und SPD haben ja ihre Vergangenheit. Vielleicht sind da die Unterschiede noch leichter zu überwinden. Also man sieht ja, dass im Saarland da sehr zärtliche Signale von der Linkspartei unter Oskar Lafontaine gefunkt werden Richtung SPD. Ich glaube, dass er da schon etwas die Versöhnung mit seiner Ex-Partei wieder vorantreibt. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht am Ende die leichtere Übung wird als die mit den Grünen. Martin Schulz hat gestern ja auch eine klare Kante gegen die AfD gezogen. Sie selbst beobachten die Partei als Journalistin ja auch schon seit langem. Das Institut der deutschen Wirtschaft hat jetzt eine Studie vorgelegt, wonach die AfD keinesfalls ein Sammelbecken der Abgehängten, sondern eher in der Mitte der Gesellschaft zu Hause sei. Mit welchen Fakten belegen die Forscher denn dieses Ergebnis? Ja, das ist eine sehr interessante Auswertung des IW. Es bestätigt auch das, was man beobachten kann, wenn man zu AfD-Veranstaltungen geht und mit AfD-Mitgliedern oder Wählern spricht, dass das eben keine Partei des Prekariats ist, sondern eine der, ich glaube, wie das IW gesagt hat, pessimistischen Durchschnittsverdiener. Also die Daten, die die Forscher dabei genutzt haben, sind einerseits eben Umfragewerte, also bei denen die Befragten auch anhand soziodemografischer Daten einordbar sind. Aber sie haben auch vor allem in Wahlkreise geguckt, wo die AfD
besonders gut abgeschnitten hat. Also in Bereiche, wie ist da die Sozialstruktur? Gibt es dort eine hohe Arbeitslosigkeit? Gibt es einen hohen Ausländeranteil? Und daraus eben gemischt mit den Umfragedaten Rückschlüsse auf die Wähler gezogen. Da kam eben dabei heraus, dass es bei der AfD, dass der typische AfD-Wähler eben jemand ist, der mit einem Nettoeinkommen von 2.200 Euro ganz leicht über dem Durchschnitt lag. Also es bezieht sich auf Daten von 2015. Und dass es oft auch Wähler sind, die zwar selber nicht arbeitslos sind, aber vielleicht in strukturschwachen Regionen leben und deswegen sehen, sozusagen wie um sie herum es Armut gibt oder vielleicht einen hohen Ausländeranteil und deswegen einfach daraus den Wunsch ableiten, die AfD zu wählen und sich selber zu schützen vor den Entwicklungen, die sie um sich herum sehen quasi. Vielen Dank für diese Einschätzung, Melanie Amann vom Spiegel. Gerne, danke.